Am vergangenen Dienstag hat Apple die vierte Beta von iOS 15.4 für Entwickler veröffentlicht. Mittlerweile ist auch die Public Beta für alle Nutzer verfügbar. Und in diesem Video schauen wir uns einmal alle Neuerungen und Änderungen in der vierten Beta von iOS 15.4 etwas genauer an. Solltest du in Zukunft keine Videos mehr zu neuen iOS Beta-Versionen oder auch finalen iOS-Versionen mehr verpassen wollen, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns alle Neuerungen und Änderungen in iOS 15.4 Beta 4 nach dem Intro etwas genauer an. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Öffnen wir für die ersten Neuerungen die Einstellung-App, scrollen hier etwas nach unten bis zum Punkt Allgemein und gehen dann hier auf Info und da scrollen wir erneut etwas nach unten. Und zwar finden wir hier die Modem-Firmware und diese hat ein Update bekommen von 1.59.00 auf 1.59.03. Das heißt, hier hat Apple ein kleines Update durchgeführt und dementsprechend haben wir hier jetzt eine neue Firmware-Version. Bleiben wir für die nächsten Neuerungen erneut in den Einstellungen. Und zwar hat Apple eine neue Siri-Stimme hinzugefügt, aktuell nur in den USA bzw. in englischsprachigen Ländern. Wenn wir hier die Sprache einmal auf Englisch ändern, was ich hier jetzt in meinem Fall gemacht habe, dann haben wir eben die Möglichkeit, hier unter Siri-Stimme bis zu 5 Stimmen auszuwählen. Die 5. Stimme ist neu dazugekommen und im Deutschen sind aktuell nur 2 Stimmen verfügbar, im Englischen eben normalerweise 4 und mit der neuesten Version ist die 5. dazugekommen. Auf jeden Fall eine ganz schöne Änderung, die Apple hier hinzugefügt hat. Man kann natürlich auch noch die Varianten auswählen, ob man nun hier zum Beispiel eine indische oder eine britische Stimme haben möchte und das eben dann noch in diesen unterschiedlichen Akzenten. Das heißt, man kann hier eben sehr viel auswählen, aber wie gesagt, das ist alles lediglich im englischen Siri verfügbar. In der deutschen haben wir weiterhin nur die Auswahl zwischen 2 Stimmen. Als nächstes wurde mit der vierten Beta ein AirTag-Update durchgeführt und zwar ist das ein Anti-Stalking, Anti-Tracking-Update, was eben verhindern soll, dass man die AirTags missbraucht, um sie zum Beispiel irgendjemanden zuzustecken und diese Person dann eben zu tracken. Und dazu hat Apple erst einmal eine zusätzliche Meldung hinzugefügt, die eben besagt, dass das Ganze strafrechtlich relevant ist, sollte man AirTags missbrauchen und dass gegebenenfalls im Ernstfall eben auch die Apple-ID inklusive Telefonnummer und E-Mail-Adresse an Behörden weitergegeben werden. Das ist natürlich im Normalfall nicht der Fall, wenn ihr eben die AirTags ganz normal verwendet, aber wenn sie eben missbraucht werden, wenn sie für Stalking etc. verwendet werden, dann kann Apple eben zu diesen Maßnahmen greifen und das wurde eben in diesem Update hinzugefügt. Die AirTags haben aber noch ein weiteres Update bekommen und zwar ist die AirTag-Suche jetzt etwas präziser im Vergleich zu vorher. Das heißt, ihr seht schon, das Ganze funktioniert ziemlich zuverlässig. Wenn ich hier die AirTags wegnehme oder eben näher komme, dann wird das sehr präzise mir angezeigt, was auf jeden Fall sehr cool ist. Und das Ganze wurde eben noch etwas verbessert, lief vorher schon ziemlich gut, soll jetzt eben noch zuverlässiger sein. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Änderung, was die AirTags bzw. die Whoist-App angeht, und zwar in den Einstellungen, wenn wir hier zu den Mitteilungen gehen und dann ganz nach unten scrollen zur Whoist-App. Und zwar war es so, dass wir zuvor hier eben neben der Whoist-App an sich auch noch die Sicherheitshinweise hatten. Das heißt, die konnte man gesondert steuern und entsprechend ein- oder ausschalten. Und Apple hat das Ganze jetzt sozusagen integriert und man hat eben nicht mehr die Möglichkeit, das gesondert zu bestimmen, sondern das ist dauerhaft aktiv, dass man eben Benachrichtigungen bekommt, sollte man irgendwie mit einem AirTag gestalkt werden, beziehungsweise sollte dieser irgendwie in der Nähe sein. Das heißt, diese Sicherheitshinweise sind jetzt automatisch implementiert. Die letzte Neuerung in iOS 15.4 Beta 4 befindet sich in der Uhren-App bzw. in der Apple Watch-App. Solltet ihr eine Apple Watch haben, dann könnt ihr die App öffnen und dann hier einmal bis zum Punkt Mail scrollen. Und hier haben wir jetzt mehrere Neuerungen. Und zwar haben wir zuallererst, wenn wir unser iPhone spiegeln, hier eben die ganzen Auflistungen, die vorhanden sind. Und hier ist eben ein neuer Punkt hinzugekommen, nämlich IP-Adresse verbergen. Sollte die iCloud Plus-Kunde sein, sprich mindestens 50 GB iCloud dazu buchen, dann habt ihr eben, wenn ihr das Ganze gespiegelt habt und die IP-Adressen verbergen Funktion aktiv ist, dann wird das hier eben direkt mit gespiegelt. Ihr könnt das aber natürlich über eigene auch manuell konfigurieren. Und ebenfalls neu ist hier die Funktion Inhalte immer direkt laden. Das heißt, die könnt ihr jetzt ebenfalls aktivieren, um eben die Inhalte direkt auch auf der Apple Watch zu laden. Je nachdem, ob ihr das Ganze möchtet. Auf jeden Fall sehr cool, dass man hier jetzt die Wahl hat, genauso wie auch auf dem iPhone.
Ansonsten hat Apple natürlich wie immer einige Fehler behoben und auch die Tap to Pay with iPhone Funktion wurde noch etwas weiter überarbeitet. Dort gibt es wieder so ein paar Änderungen im Code. Das heißt, Apple ist da immer noch fleißig dabei, das Ganze zu optimieren, damit es dann eben, wenn es released wird, wenn es wirklich aktiv verwendet wird, auch zuverlässig funktioniert. Aber insgesamt wieder so ein etwas kleineres Update. Ein paar Änderungen, wie ihr gesehen habt, gibt es auf jeden Fall, aber jetzt nichts Großes mehr. Und ich gehe stark davon aus, dass wir sehr bald, Anfang März auf jeden Fall, die finale Version bekommen werden und jeder diese dann kostenlos auf seinem Gerät installieren kann. Und damit wären wir jetzt auch am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass ich euch wieder so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen konnte, was die aktuelle Beta von iOS 15.4 an Neuerungen und Änderungen mit sich bringt. Wenn das der Fall war, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Solltet ihr noch weitere Änderungen gefunden haben, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare und vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!